Hallihallo Löhle, zurück zu ESO. Weiter geht's. Genau, in der letzten Folge haben wir ja Sir Qua erledigt. Und ins Horn gestoßen, das keinen Ton hat. Also geht's mal weiter. Ich habe mal einer geguckt. In die Falbhafenwacht. Das ist ein kleiner Dungeon. Da gehen wir als nächstes rein. Da ist schon mal ein Pfeil an Sir Graham. Was möchte der schon wieder? Oder nur abschließen? Ende. Ende im Gelände. Ihr da, im Namen der... Ja, ihr Gott, da. Wenn ihr den Namen der Ritter der Flamme respektiert, dann würde ich euch um eure Hilfe bitten. Banditen verkleiden sich als Mitglieder unseres Ordens und rauben die Leute aus. Wie kann ich helfen? Ihr könnt etwas von den Banditen stehlen, was sie zuvor uns gestohlen haben. Diese mutterlosen Schweine haben unsere Wappenröcke in die Finger bekommen und nun rauben sie Reisende auf dem Weg nach Vrodga aus. Tötet so viele, wie ihr nur könnt, aber holt auf jeden Fall unsere Wappenröcke zurück. Betrachtet es als erledigt. Jo, dann machen wir das jetzt noch natürlich, ne? Wenn wir schon so nett gebeten werden, dann machen wir es auch. Sag, Jungs. Hier waren jetzt keine. Ja, drin sind sie ja nicht. Da. Hier sind welche, da ist schon der Pfeil. Meinen ersten von vier. So, weiter geht's. Komm her, du störst. Mein Bogen ist stärker als deiner. Hab ich dir gesagt. Wollte es mir nicht glauben. Hier ist wieder einer. Schön, 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 schön. Ja, ja, ist ja gut. Ausschwärmen! Sterben! Ihr habt geblockt, Kollege. Ja, sowas mache ich. Ich blocke auch. Banditensack Nummer 2. Gehen wir da jetzt hin. Nix, reicht doch. Du kennst noch weniger. Ah, ein Bogenduell. Ah. Ein Bogen stärker als deiner. So. Sechsche? Ist hier keiner? Nö. Ah, der ist hier. Mach mal weiter. Naja, ist ja gut. Beruhigt euch. Zumindest mein Kaffee. Hirse, können wir auch mit, ist auch selten, dass man das mal mitnehmen kann. Nehme ich gerne mit. Hirse oder Mehl, ist auch später sehr wichtig für ein Rezept. Tag. Okay, ich komme jetzt öfters. Erledigt. Höher, ja, ich gehe schon höher. Marsch. So, und der vierte Sack. Oh,
Sir Graham, ich hab was für euch. Danach gehen wir aber in die Falbhafenwacht. Komischer Name, ist schon da oben, kann man schon sehen. Falbhafenwacht. Ja, ja. Sinn. Sir Graham. Ihr seid am Leben. Wart ihr erfolgreich? Moment, da stört wer. Da kitzelt was hinten im Rücken. Oh, ist schon weg. Ja. Ihr seid am Leben. Wart ihr erfolgreich? Ich habe eure Wappenröcke zurückgeholt. Vielen Dank. Zumindest werden Reisende sich jetzt nicht mehr dazu verleiten lassen, diesen Halunken zu vertrauen. Sobald wir ganz genesen sind, werden wir einen weiteren Vorstoß unternehmen, um die Banditen ganz aus dieser Region zu vertreiben. Ja, macht das. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann macht das. Nee, zur Abtei gehen wir noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. War schwer, ne? Und Schultern leicht, ja genau. Achso, ist hier im Turm. Falbhafen macht entdeckt. Ein Gewölbe hinein. Komm, bestenseitig. Ja, ESO, die wollen wohl morgen am Montag ein neues Update aufspielen. Komplett neu, damit sollen die Ladezeiten sehr viel geringer werden. Bin gespannt. Das wäre natürlich schön. Teilweise sind die echt lang. Also sind immer länger geworden, sagen wir mal so. Zu Anfang waren die nicht so lang, aber die werden immer länger. Mal gucken, ob das was bringt. Ich bin gespannt. Karte, achso, ja, ein Achen einfach. Einmal rundherum. Keine Chance gegen mich. Der Meister des Bogens. Flankieren! Jetzt! War woanders, genau. In einem Dungeon, im Gewölbe ist nämlich genau dahinter eine Himmelsscherbe. Aber nicht hier. Umgehen! Dann geh doch! Jo, eine Truhe gesehen. Durchschnittlich. Am besten sind die Truhen mit schwierig. Die haben irgendwie die besten Gegenstände. Alles, was ich nicht brauche. Malachitscherbe, ja okay, kann man gebrauchen, muss man aber nicht.
Auf die Seite! Aber hier ist irgendwie gar nichts. Wer kommt denn jetzt noch? Ja, so gut. Piruetten im Endeffekt zum Zirkus. Oder auf der Eisbahn. Ja, ich versuch's doch. Mach's ja gar nichts. Also kannst du mich nicht töten, so nicht. Ach, ist egal. Die Himmelsscherbe. Ja, ist ja gut. Ist ja der Boss. Alles raus, was kein Nutzer sagt. Heile! So, war das auch schon fertig? Jetzt noch die Himmelsscherbe. Da-da-da-da. Ein Fertigkeitspunkt. Wunderschön. So. Wenn man sowas hier liest, bekommt man ab und zu, liest selten eine Quest. Hab ich schon gehabt. Da. Fall oben genau. So ist schön. Eichenheilungsstab, also wirklich. Ich brauche kein Wattestäbchen. Ah, was ist denn hier? Remy Berard. Halt, hört auf! Bitte tut mir nichts. Warum versteckt ihr euch so in der Ecke? Ich habe mich vor den anderen versteckt. Seit ich hier bin, hänseln sie mich ununterbrochen. Das Leben als Bandit ist überhaupt nicht so, wie mein Bruder und ich es uns vorgestellt haben. Bitte, für mich ist es vielleicht zu spät, aber nicht für ihn. Bringt das hier zu Theron Berard. Er wird wissen, was es bedeutet. Also wenn du dich umdrehst und zur Wand schaust, ein bisschen nicht gesehen, oder wie? Okay. Ich werde dafür sorgen, dass euer Bruder es bekommt. Also, man kann dich trotzdem so sehen, Kollege. Naja, lernt er vielleicht noch. Vielleicht ist er nur Banditen ein Anfänger, Anwärter oder sowas. Ach ja. Und raus hier. Stormhaven. Ja, bin ich mal gespannt, ob die Ladezeiten wirklich weg sind oder zumindest sehr geringer sind. Weil so lange hat es zu Anfang damals, wo ESO kam, nicht gedauert. Das ist nach und nach wurde gewonnen, die ganzen Updates, die kamen. Wie Elsweyr, Somerset, Morrowind. Boah. Kann man zwischendurch noch einen Kaffee kochen gehen. Ah, was ist denn? Wo ist denn her? Mann, bist du hässlich. Wo ist der denn überhaupt? Die Abtei ist ja da. Ach, der ist in der Stadt. Wegesruh. Okay. Nee, jetzt wollte ich hier hingehen. Der Wannehof oder Pfannehof. Da wird das nächste sein. Ja, die will schließlich alles aufdecken. Alles machen. Und dafür ist auch ESO so gemacht, konzipiert. Dass man nach und nach alles macht. Schön rein hier in den Pfeilhagel, jawoll.
frechen Pfeile. Ach, schön. Über die Brücke war schon da. Okay. Ach. Ich hab gar nicht geguckt. Wollte ich doch. Nur die. Ach, ist egal. Für den anderen haben wir noch 8 Tränke. Die halten jetzt mal ein paar Folgen. Ach nee, es wäre Terrorbera. Ah, da haben wir schon einen. Jemanden zum Quatschen. Bruder Perry. Könntet ihr mich bitte losbinden? Nö. Es ist gut, dass ihr vorbeigekommen seid, Freundin. Die Familie Vanne braucht dringend Hilfe. Wenn ihr mich losbindet, könnten wir vielleicht eine höflichere Unterhaltung führen. Wer hat euch gefesselt? Die überirdischen Träumer. Ich hätte so etwas kommen sehen müssen, aber ich habe versagt und ich brauche eure Hilfe, um die Sache wieder gerade zu biegen. Die Träumer haben Ingrid Evanne gefangen genommen, die Besitzerin dieses Hofes. Und ich fürchte, sie hegen finstere Absichten. Was für finstere Absichten? Ich bin wirklich erpicht darauf, die Lage genauer zu erläutern. Aber meint ihr, wir könnten unsere Unterhaltung vielleicht dort drüben bei der Brücke fortsetzen? Sicher, lasst mich euch losbinden. Begleitet mich auf die Brücke. Dort können wir ungestört reden. Der schlummernde Bauer. Die Brücke ist aber da, da, Kollege, da ist die Brücke. Vielleicht können wir jetzt eine höfliche Unterhaltung führen. Ich bin Perry, Bruder Perry. Ich reise auf meinem Weg zur Abtei der Ausgestoßenen durch Alcaire. Ingrid Evanne hat mir ein Zimmer für die Nacht angeboten. Dies war die Nacht, in der die überirdischen Träumer angriffen. Wisst ihr, warum sie angegriffen haben? Sie dienen Vermina, der dädrischen Fürstin der Albträume. Ich weiß das, weil ich ein Eingeweihter aus der Abtei der Ausgestoßenen bin. Wir wussten, dass die Träumer in Alcaire aktiv sind. Doch ihre Pläne für Ingrid Evanne deuten auf einen aggressiveren Plan hin, als wir dachten. Was sind ihre Pläne für Ingrid Evanne? Die überirdischen Träumer haben sie in einen tiefen Schlaf versetzt und vor einem Portal festgebunden. Zweifelsohne führt es in Verminas finstere Domäne. Sie werden einen dädrischen Geist beschwören, der in Ingrides Körper einfahren soll. Ihr müsst diese Verzauberung brechen, um sie zu befreien. Wie breche ich die Verzauberung? Es wird nicht leicht werden und ihr werdet schnell handeln müssen, aber es ist durchaus zu schaffen. Ihr werdet das dädrische Ritual umkehren müssen, was das Sammeln einiger eher grausiger Gegenstände erfordert. Dann müsst ihr euch genau an die Anweisungen halten, um den Zauber zu brechen. Welche Gegenstände brauche ich für das Ritual? Ihr werdet die Herzen zweier unterschiedlicher Dädra besorgen müssen. Ein Scamp und ein Dremora sollten reichen. Sucht dann nach meiner Ritualkerze in Vanniers Scheune. Bringt die Gegenstände dorthin, wo Ingride in der Steinbrückenmühle liegt. Dort werdet ihr das Ritual durchführen. Welches verwende ich als erstes? Bringt zuerst das Dremora-Herz als Opfergabe dar, um den dunklen Geist zu beschwören. Danach entzündet ihr die Ritualkerze, um ihn zu verzaubern. Und zum Abschluss opfert ihr dann das Scamp-Herz, um ihn zu bannen. Merkt euch das gut, da alles in genau dieser Reihenfolge getan werden muss. Das ist kein Problem. Wir sehen, es ist sehr einfach. Einfach von links nach rechts die drei Gegenstände reinlegen, fertig. Das ist keine Hexerei. Scamp, komm mal her, du. Gib mir dein Herz. Hier bin ich. Ein Dremore-Herz. Halblederbams. Ist bestimmt scheiße, weil er nur weiß ist. Ja, ja, alles Müll. Müll. Muss wieder verkaufen gehen, ey. Gehen wir es hier rein. Ach, Scampen. Tag, Jungs. Mein Gott, wieder nix. Was ist das für ein Mist?
Da ist die Ritualkerze. Eine reicht. Warum hau ich ab? Das ist ein kleiner Pfeilhagel. Da haben wir's. Jawohl. So. Da hinten ist die Mühle. Irgendwo da hinten da. Machen die denn da? Eiskampf. Sind die nicht schön hässlich? Ich meine, schön gezeichnet, aber trotzdem hässlich. Ich sehe gerade, wir haben wieder ein bisschen überzogen. Zeit wieder ganz vergessen. Mann, 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 Mann. Oh, ein Buch. Traumreise. Okay, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschö mit Ö.